Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute möchte ich euch mein Mercedes-Benz Vito Einsatzleitfahrzeug von der Feuerwehr zeigen. Ja, bevor welche sagen, der sieht ja so ähnlich aus wie der aus dem LS17 mit dem Streifen hier links. Ja, ihr habt recht, den habe ich kondensiert und ein bisschen umgeskinnt. Und ja, würde ich sagen, jetzt zeige ich euch den mal und was ich hier so dran verändert habe. Also hier vorne habe ich eigentlich nur dran verändert, dass hier vorne noch so ein gelber Streifen ist und hier Feuerwehr draufsteht, das war ja schon so. Hier oben auf der DBS 4000 von Blue Light Modding steht Einsatzleitung. Ja, und auf der Hinterseite der DBS 4000 auch nochmal Einsatzleitung. Ja, hier an der Seite steht auch Einsatzleitung und weil ich es nicht so schön fand, dass hier unten nur so gestrichelte Linien sind, habe ich die auch hier oben hingemacht und über das komplette Fahrzeug hier gezogen. Ja, an die Seite habe ich jetzt hier noch Einsatzleitung geschrieben. Hier oben steht jetzt 112. Und ja, dieser Streifen war vorher weiß. Den habe ich jetzt gelb gemacht und Feuerwehr Königsberg war am Anfang rot und jetzt ist es weiß, weil so finde ich es nämlich schöner. Ja, auf der Rückseite steht jetzt Feuerwehr. Habe ich ein bisschen verkackt, auf gut Deutsch gesagt, weil ich habe FE groß geschrieben und Rest klein. Das werde ich auch noch ändern. Ja, dann alles, was hier hinten gelb ist, war vorher weiß. Und da hat man Feuerwehr nicht so gut gelesen. Vielleicht ändere ich ja auch noch mal was. Ja, das werden wir aber dann später sehen. Ja, auf der anderen Seite geht es wieder so weiter mit Einsatzleitung. Wieder 112, Feuerwehr Königsberg. Und ja, würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal den Innenraum und dann auch gleich die Funktion des Fahrzeugs. Das stellen wir jetzt hier erstmal ein. So, also hier drin haben wir ein Lenkrad, was sich auch drehen lässt. So gut modelliert ist das hier drin jetzt nicht. Hier haben wir ein Funkgerät, hier noch ein Beifahrer. Ja, das war es eigentlich schon wieder mit dem Innenraum. Also der ist noch nicht fertig, ist noch nicht komplett fertig modelliert. Mal gucken, wie ich das mache. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Funktionen. Und zwar auf der Taste Position 1 könnt ihr das Blaulicht anschalten. Ja, beides Blaulicht ist vom Blue Light Modding. Und ja, das Blaulicht ist halt vom Blue Light Modding. Und auf Taste N gibt es Martinshorn. Ja, Frontplätze habe ich hier noch keine rangebaut. Kommen ja vielleicht noch welche, weiß ich aber noch nicht. Ja, Lichter sind auch noch nicht verbaut. Nur schon mal die Lichter, die man dann so hinten am Boden sieht. Aber mehr ist hier noch nicht dran verbaut. Ja, also das ist jetzt mein ELW von der Feuerwehr Königsberg. Finde ich sehr schön gemacht, auch mit den Rädern passt. Den wird, bevor welche Fragen, nicht zum Download geben, da ich keine Berechtigung an diesem Blaulicht habe, dass ich das veröffentliche und zweitens an dem Mercedes-Benz Vito, weil ich ihn ja nur konventiert habe und nicht selber gebaut habe. So, würde ich sagen, fahre ich immer wieder kurz zurück zum Shop und dann will ich euch eine Änderung am Polizeivito zeigen. Bis gleich. So Freunde, den Polizeiwagen kennt ihr schon aus einem meiner Videos. Und jetzt habe ich nur ein neues Blaulicht oben drauf gepackt und zwar wieder eine DBS 4000 und hinten nochmal die gleiche Kennleuchte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.